Also das war's mit Cardio. Halbe Stunde. Und jetzt hier, wie gesagt, die ganzen Sachen. Was trainieren wir heute? Was steht auf dem Plan? Eigentlich Rücken. Heute Abend wollte ich Beine machen, aber mein Knie tut ein bisschen weh. Ich glaube, ich muss Anpassung machen. Ich muss jetzt nichts übertreiben. Vielleicht machen wir heute Abend nur Beinbizeps und Waden. Vielleicht schon ohne Quadrizeps. Damit meine Quadrizepssehne da geschont wird. Deswegen denke ich mal, wir machen hier drücken und dann später Beinbizeps und Waden oder später Arme. Eins von den beiden. Auf jeden Fall Rücken jetzt. Dann machen wir uns mal ran. Wir müssen Nährstoffe tanken. Auf geht's. Also nochmal zu den Stimulantien. Ja. Früher habe ich richtig viel Kaffee getrunken. Richtig viel. Da gab es Tage, wo ich nochmal 2 Liter Kaffee getrunken habe. Also abartig. Und jetzt habe ich alle Stimulantien rausgenommen. Ich trinke nur noch so entkoffeinierten. Das ist einfach so jetzt so ein Fertigkaffee. Weil unsere Kaffeemaschine ist gerade kaputt. Ja. Aber jetzt nehme ich gerade erst so seit einem Monat ungefähr, wo ich keine Stimulantien mehr nehme. Und ich muss sagen, ich merke mittlerweile keinen Unterschied mehr. Null. Und ich fühle mich besser so. Also wirklich. Das Einzige, wonach ich immer noch süchtig bin, ist Kaugummis. In jeder Form. Gerade mag ich die. Die gab es auch mal in Apfel, die gibt es jetzt nicht mehr. Das ist ziemlich gut hier. Oder ich nehme direkt die für unterwegs. Ja. Aber wie gesagt, hier ist mein koffeinfreier Kaffee. Den trinke ich ehrlich gesagt nur, weil ich den Geschmack von Kaffee mag. Weil da hat der jetzt keinen Effekt mehr. Ja, so schaut's aus. Ich ziehe mich mal um, mache mich trainingsbereit. Ich würde sagen, jetzt trainieren wir bei mir und dann am Abend gehen wir zum Chris ins Gym 26. Weil die Leute mal fragen mit dem Ingwer, das ist Ingwer, frischer Ingwer. Und ich nehme zu jeder Mahlzeit, hilft auch bei der Verdauung und so, zu jeder Mahlzeit ungefähr so ein Stück. Also meine Maßeinheit ist mein Daumen. Ja, so ein Stück ungefähr. Und ich esse das wirklich einfach so vor jeder Mahlzeit. Immer Wasser bereithalten zum Runterspülen. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt das verzogene Gesicht immer? Nein, ich bin abgehärtet. Du schneidest ja noch nicht mal die Haut weg. Nein, Mann. Eiskalt. Einfach noch gern Wasser. Und auch mit jeder Mahlzeit. Wann hast du das erste Mal Ingwer und Apfelessig benutzt? Ich habe es zum ersten Mal gemacht. Ich habe angefangen damit in 2011. Seit 2011 mache ich das. Da war Offseason. Da wusste das noch keiner. Die einzige, die es weiß, vielleicht, ist das Mädel, mit der ich damals zusammen war. auf jeden Fall Ingwer und Apfelessig mache ich seit 2011. Vor jeder Mahlzeit. Wie gesagt,
wenn ihr Verdauungsenzyme nehmt und so, ist Bullshit. Das hier ist das beste Verdauungsenzym, was es gibt. Ja? Vor jeder Mahlzeit einen dicken Schluck von dem. Ich würde mal sagen, wenn ihr eine Maßeinheit haben wollt, nehmt ein, ich suche gerade hier, ein Schnapsglas. Ja, oder eine Espresso-Tasse voll. Hm. Genau. So viel ungefähr. Zack, runter. Das gleiche mit dem hier, so viel, wie ich euch gesagt habe. Und das wird dann euer, vor der Mahlzeit, es wird eurer Verdauung sehr helfen. Jetzt ist hier mein Eiklar fertig, wie ich euch gesagt habe. Wir haben hier das Omelette. Schau, wie wunderbar, ja. 20 Eiklar. Jetzt verkacke ich es. Gerade war es so schön. Zack. Soll ich was Schönes machen? Mach mal, mach mal ein schönes Roman Fritz-Style Omelette. Hier sind Haferflocken. Die habe ich gestern schon gekocht. Ich mag nämlich, wenn die kalt sind. Wie machst du die? Ich nehme Haferflocken und schütte kochendes Wasser drüber. Aber ich habe eine Formel. Aber du lässt ihn einweichen über Nacht. Genau. Jetzt ist es so wie so ein Kuchen. Schau. Hm. Aber es gibt eine Formel. Dreimal so viel Wasser wie Haferflocken. Also wenn ihr 200 Gramm Haferflocken habt, 600 Wasser. 100 Haferflocken, 300 Wasser. Ja. Das ist jetzt hier Haferflocken 150, also 450 Wasser. Ja. Zack. Dazu mache ich ein Stück Obst, entweder Apfel oder Banane. Machen wir noch Ananas, aber der kommt dazu. Und dann habe ich, wie viel hat denn so ein Apfel Kohlenhydrate? 35 oder sowas, gell? 25? Da fragst du falsch. 25, die Haferflocken sind so 90 ungefähr. Ja, also haben wir so ungefähr 100, 130 Kohlenhydrate und 75 Protein. Und jetzt Influencer-mäßig, pass auf, ganz, ganz krass. Damit es auch ein bisschen Kochshow-Dings hat. Du machst ein Bier noch für die Konferenz hier. Ja, wir nehmen jetzt hier Vanille. Ah ne, wir sind in München, Schübeck. Vanille-Isolat. Oh. Pass auf, Mann. Jetzt geht's ab. Hier so reicht schon. Wie Puderzucker. Irgendwie kommt aus der Scheiße überhaupt nichts raus. Oh Mann. Das duftet aber gut. Jetzt noch ein bisschen Zimt oben drauf. Ja, jetzt kommt. Was hältst du eigentlich von Zimt? Zimt benutze ich auf jeden Fall. Kann ich euch nachher was dazu sagen. Sage ich dir nachher. Es wird ganz geheim. Also ganz, ganz krasses Geheimnis von mir. Ganz krasses Geheimnis. Hat. Wir machen Zimt. Ich sag's noch nicht, weil sonst... Oh. Boah, Mann. Da flippen die Leute aus in der Diät. Wir machen sowas wie Zimt, so wie Nutella, okay? Also für alle Mädels, Bikini-Mädels, die nur noch Reiskekse essen dürfen. Zimt hat ja so gut wie keine Kalorien, aber das wird was, boah, okay. Dann nehme ich hier zwei Fischölkapseln. Mein Animal Omega ist gerade aus mit der Mahlzeit, zwei Fischölkapseln. Frühstück. Und dann gehen wir ins Gym. Ins Train. Zack. Alles klar. Ich habe immer so, es kommt auch an, worauf ich Bock habe, weißt schon. Manchmal mag ich mehr so Metal-Zeug und so. Und manchmal mehr so was Hip-Hop-mäßiges. Und dann höre ich auch mal wieder so amerikanisches 50-Cent-Zeug. Ne?
die war ja auch nicht schlecht. Hallo. Da sind die Kurzhantel schon drin, aber die Spiegel sind noch nicht an der Wand. Das war vor 5 Jahren, da habe ich sogar die gleiche Jacke an. Nicht schlecht. Ja. Ich habe noch ein paar unveröffentlichte Bilder, aber ich weiß nicht, wie er das findet, wenn man die dann euch zeigt. Ach, verraten wir nicht. Ja. Thank you.
Okay. That's not. Oh shit. Erzählt, dass er sogar Nachrichten bekommt, weil er kocht immer, ja, in seinen YouTube-Videos, und dann sagt er, also ich esse jetzt das, und dann macht er aus. Und da haben Leute gesagt, oh, man sieht nie, wie du isst. Ich fand immer diese Masse-Monster immer beeindruckender, oder finde ich immer noch, als wie jetzt jemand, der so ästhetisch ausschaut. Zum Beispiel, ich würde auf jeden Fall immer, deswegen bin ich so zum Beispiel so Fan von so Kevin Levroni und so, weil die sind diesem, der Kombi am nächsten gekommen. Mhm. Ja. Oder Coleman in 98, wo er zum ersten Mal Mr. Olympia geworden ist. Ja. Oder Neumann. Da war ja in Italien noch so. Ja, ja. Weißt du schon? Ja. Und da denkst du, wie viele Muskeln kann der haben? Ja. Aber trotzdem noch so, ja. Und danach hat er halt ein bisschen übertrieben, ja. Jetzt, wie versprochen, mein Zimt-Geheimrezept. Zimt-Spread. Das kann man auf Reiskekse machen oder sonst irgendwas. Das ist cool in der Diät, weil, wie gesagt, Zimt hat keine Kalorien. Es hat sehr viel Ballaststoffe und hilft bei der Zuckerverwertung und hilft auch ein bisschen bei der Verdauung. Und so läuft's. Erstmal macht man Wasser heiß. Heißes Wasser. Dann ein kleines Gefäß, so wie das hier. Das ist so eine, das ist von Soufflé, gell? Mhm. Ja. Heißes Wasser. Dann gehen wir hier rüber
Das ist Zimt. Das ist nicht der Zimt, der draufsteht. Am besten ihr nehmt Ceylon-Zimt. Germark, Manuel Bauer, Ceylon-Zimt. Okay. Hier. Wir nehmen 15 Gramm von dem Zimt. Gut. Oh, Punktladung, ey. Mein ja. Gott. Dann haben wir Flohsamenschalen. Das sind Ballaststoffe, keine Kalorien. Davon nehmen wir so 3 Gramm ungefähr. 3 Gramm. Gut. Und dann, das hier ist purer Stevia-Extrakt. Also ist pur. Nicht so wie der Scheiß, den ihr kauft, wo Maltodextrin drin ist. Sondern das ist wirklich brutal pur. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie süß das ist. Auf jeden Fall ist es sehr süß. Ein so ein Teil hier. So ein Messlöffel. Ein von so ein gehäufter Messlöffel reicht, um einen halben Liter Wasser süß zu machen. Ja. Machst du Wasser süß? Trinkst du süß oder nicht? Nein, aber ich meine, ich habe es mal ausprobiert. Ja. Nur wegen Mischverhältnis. Ja. Also machen wir von dem hier wirklich nicht so viel. So, das ist schon sehr viel. Ja. Von dem machen wir nicht alles. So. Diese Prise da reicht schon. Ihr könnt auch normalen Süßstoff nehmen oder halt nach eigenen Geschmacksbedürfnissen vorgehen. Gut, jetzt ist hier das heiße Wasser und wir brauchen gleich dazu einen Löffel. Wir schütten das heiße Wasser rein. Zack. Und jetzt müssen wir umrühren. Weil das wird jetzt sofort hart. Und zwar so wie Nutella. Siehst du? Bisschen mehr Wasser. Das war verführerisch. Man muss jetzt hier keine Sauerei machen, so wie ich. Aber es wird jetzt so wie Nutella. Man kann es noch flüssiger machen oder weniger flüssig. Schauen, das ist jetzt so eine Zimtcreme. Und die ist halt cool in der Diät. Kann man so auf Reiskekse drauf schmieren oder sonst irgendwas. Wird eure Diät nicht beeinflussen, wenn überhaupt, wird sie euch in der Diät helfen. Ja. Schau. Cool, oder? Das ist meine Erfindung hier. Nicht schlecht. Wäre ich auch mal gespannt, wie viele das ausprobieren. Genau. Brauchen wir auch noch ein Hashtag für die sozialen Medien. Zimtattack. Wir machen einfach Zimtteller. Zimtteller, ja, ist gut. Hey. Hashtag Zimtteller. Mit 2 L. Tada. Fertig ist. Ja, man kann es noch süßer machen. Aber also viel süßer finde ich, muss ich gar nicht. Ja, du weißt doch, wie die heute alle drauf sind. Yeah. Also ich finde so eigentlich ein bisschen weniger, finde ich ganz gut. Die Leute machen doch überall, weiß ich mein, das ganze Leben muss nach Candy schmecken. Ja. Ja. Also das war die Zimtcreme. Und guck mal, weil wir ja eh schon auch bei dem Aufruf hier waren, ne? Herzblatt und so ein Kram. Hättest du jetzt die richtige Frau, könnt ihr die Sauerei, die du ja gemacht sofort, hast, direkt reinigen. Sofort putzen hinter mir, genau. Ja. Mann. Was hast du aber für ein T-Shirt an? Oh, das ist von Juan Morel. Also, hat mir der Horn geschenkt. Now it's a party. Ja.